Massenandrang bei Melanie Müller. 9000 Fans bei Konzert. Was für ein Andrang. Am Wochenende verwandelte sich ein Leipziger Shopping Center zur Partymeile mit 40 Live-Acts, darunter auch Oliver Pocher, 39, und Melanie Müller, 29. Den Auftritt der Male-Sängerin gegen Mitternacht wollten dabei tausende Fans abfeiern, so dass dieser fast abgebrochen werden musste. Wie Bild berichtete, sollen sich mehr als 9000 Menschen in Richtung Bühne bewegt haben, zu viele für die Lokation. Die Veranstalter zogen kurzerhand die Reißleine und verdonnerten die Blondine zu einer 10-minütigen Zwangspause. Dadurch sollte sich die Lage entspannen und der Zuschauerstrom weniger werden. Die Verantwortlichen informierten Merles Ehemann Mieke Blümer darüber per SMS und warnten ausdrücklich vor Zerquetschungsgefahr. Vor und neben der Bühne soll es kein Durchkommen mehr gegeben haben. Zu einer Massenpanik kam es glücklicherweise nicht, obwohl es sich auch beim zeitgleichen DJ-Auftritt von staute. Wenig später konnte die Dschungelkönigin von 2014 den Gig aber weiterführen. Noch in der Nacht entschuldigten sich die blonde Bartü-Kanone auf Facebook und gelobten Besserung. Die 29-Jährige freute sich auf ihrer Seite über einen Mega-Abend in der Heimat und erwähnte den Vorfall nicht weiter.